hab so viele Fragen, komm doch auf einen Tee vorbei. Ich spreche meine Sorgen einfach aus und bete und dann sind meine Lieder quasi manchmal auch wie so ein Gebet. Ich bin Kaspar, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Unna und ich mache Musik. Ich studiere in Sitten an der Evangelischen Popakademie, das ist von der Hochschule für Kirchenmusik, und ich studiere da christliche Popularmusik. Und durch mein Studium möchte ich vor allem erstmal mein Handwerk lernen, um dann Kunst zu machen. Genau, das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich diesen Kirchenmusikerjob als eine coole Perspektive sehe, weil man eben auch durch ein bisschen Pädagogik und viel Chor- und Bandsachen auch mit anderen Menschen zusammen Musik machen kann und Menschen zusammen im Glauben verbinden kann. Das ist so mein Ziel damit. Weiß ich, was ich wirklich bin, steht mir im Weg. Weiß ich, was ich wirklich bin, steht mir im Weg. Bin ich hier irgendwo falsch abgebogen, werde ich's verstehen. Ich schreibe Lieder über das Leben, über mein Leben und glaube, es ist irgendwie ein großer Teil meines Lebens. Ich bin Herzkasper. Ich habe dann das Herz mit TZ geschrieben, einfach für Physik-Junkies, die so ein bisschen mehr von der Materie verstehen, dass man ja Frequenzen in Herz misst und ich ja quasi Frequenzen erzeuge. Ne? Und Herz heißt ja trotzdem auch irgendwie das Herz und bedeutet irgendwie Liebe. Und ich dachte, vielleicht kann man das so alles zusammen verknüpfen und dann mit Kasper auch verknüpfen. Dass man dann weiß, okay, Herzkasper, das ist Musik, das ist Tiefe, genau. So kam der Name zustande und dann habe ich gedacht, okay, das ist es. Ich würde meine Beziehung zu Gott als sehr intensiv beschreiben. Gott ist für mich Freund und Vater und jemand, wo ich immer Halt habe, wo ich mal sein kann, zu dem ich alles sagen kann. Und das spiegelt sich auch irgendwie so ein bisschen in meinen Liedern wieder. Gerade wenn ich über Probleme schreibe oder sowas, dann weiß ich für mich einfach, okay, Gott ist da. Weiße Wiese, grünes Gleis, kein Lebenszeichen weit und breit. Nur du ziehst majestätisch durch den Wind. Ich spreche meine Sorgen einfach aus und bete und dann sind meine Lieder quasi manchmal auch wie so ein Gebet. Und was ich vor allem Leuten mitgeben will, ist zu sagen, ey, da ist jemand, der dir zuhört. Weil ich glaube, dass gerade in unserer Welt, wir brauchen, Menschen müssen gehört werden. Und jeder muss gehört werden. Und der Himmel ist groß und da ist ein offenes Ohr. Das ist so ein bisschen so meine Mission, sag ich mal, wie ich sage, so kann ich Leute zum Glauben bewegen, sag ich mal. Einfach nur zu sagen, dir hört jemand zu, das ist für mich schon so ein ziemlich krasser Aufruf, ohne jetzt Leute mit in den Gottesdienst zu nehmen oder so. Ich finde, jeder sollte seinen eigenen Glaubensweg gehen, aber ich finde es wichtig, dass man seinen Glaubensweg geht und irgendwie auf der Suche ist. Das Faszinierende an Musik ist, dass man Gefühle wiederholen kann. Wenn man nämlich Gefühle, die man erlebt, dann schreibe ich meistens direkt eine Zeile dazu auf. Ich habe so Notizbücher und so, die sind immer alle vollgeschrieben. Da schreibe ich dann eine Zeile auf und versuche dann nachher, im Nachhinein, weil ich habe ja nicht überall ein Klavier oder eine Gitarre dabei und das ist manchmal auch so ganz auf dem Weg irgendwie. Und dann schreibt man die Sachen auf und setzt sich nachher hin und versucht irgendwie dieses Gefühl, was man dabei hatte, zu rekonstruieren. Für Louder Than Before im Sommer freue ich mich auf ganz viel Musik. Ich habe gehört, da sind echt super coole Leute dabei und es ist eine große Ehre für mich, irgendwie auch dabei zu sein und auf der Bühne zu stehen. Ja, das wird schon so ein richtig cooles Festival. Das wird noch größer als letztes Jahr und irgendwie, das ist so das perfekte Ding.